Als Pflegeheim, Pflegedienst oder Krankenhaus sind Sie mit hoher Wahrscheinlichkeit auf der Suche nach Pflegefachkräften. Und in diesem Video möchte ich Ihnen aufzeigen, auf welche Faktoren Sie unbedingt achten müssen, die maßgeblich Ihren Erfolg beeinflussen. Und ich schreibe hier mal hin, erfolgreich Pflegefachkräfte einstellen. Und das wollen wir natürlich. Als Pflegeheim, Pflegedienst, Krankenhaus wollen Sie Erfolg haben. Wenn Sie in Maßnahmen investieren, wenn Sie in Marketing investieren, wenn Sie in Recruiting investieren, was auch immer, Sie wollen natürlich Leute einstellen. Und jetzt müssen Sie als Personalleitung oder in der Geschäftsführung, als Inhaber, wie auch immer, genau wissen, welche Faktoren nehmen jetzt erheblichen Einfluss. Und ich starte direkt mit dem ersten wichtigen Faktor, und das ist der Faktor Vorteile. Dieser Punkt wird alles beeinflussen natürlich, egal was Sie sonst drumherum machen, egal wie gut Ihr Marketing ist, egal wie gut sichtbar Sie sind zum Beispiel oder was auch immer. Wenn Sie, jetzt mal überspitzt dargestellt, wenn Sie sagen, hey, du kannst als Pflegefachkraft bei uns ehrenamtlich arbeiten, dann können Sie sonst noch alles machen. Die Person braucht ein Gehalt, die wird nicht zu Ihnen kommen. Das heißt, dieser Faktor entscheidet natürlich auch über Erfolg oder Misserfolg bei Ihnen. Und das müssen Sie bei jeglicher Kampagne beobachten und sehen, okay, welche Vorteile haben wir, welche funktionieren nicht, sind wir überhaupt wettbewerbsfähig? Vielleicht wollen Sie eine Berufsgruppe gerade einstellen, wo Sie in der Vergangenheit gar keine guten Erfahrungen gemacht haben, wenn Sie in den letzten 2 Jahren zum Beispiel keine Fachkräfte eingestellt haben, dann sollten Sie sich grundsätzlich darüber Gedanken machen, sind wir wettbewerbsfähig? Das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Vielleicht haben Sie in gewisse Maßnahmen investiert, nichts hat geklappt, aber machen Sie sich darüber Gedanken, haben Sie überhaupt Vorteile als Arbeitgeber, die wirklich attraktiv für diese Personen sind, die attraktiv für Fachkräfte sind. Und wie gesagt, das hat einen Einfluss darauf, egal was Sie sonst drumherum machen, wird das diese Kampagne beeinflussen. Und das muss jeder im Blick haben, jeder, der Sie dabei unterstützt, vielleicht arbeiten Sie mit einer Agentur zusammen oder vielleicht haben Sie andere Partner, wie auch immer. Das muss immer beobachtet werden und man muss wissen, okay, ist man damit wettbewerbsfähig oder nicht. Kommen wir zum nächsten Punkt, der eben hier das Thema erfolgreich Pflegefachkräfte einstellen beeinflusst. Und das ist natürlich der Punkt Sichtbarkeit. Das heißt, dieser Punkt Sichtbarkeit wird auch darüber entscheiden, wie erfolgreich Sie sind. Mal angenommen, Sie haben hier nur durchschnittliche Vorteile, aber sind wesentlich präsenter als jedes andere Pflegeheim, jedes andere Pflegedienst oder jedes Krankenhaus eben. Und Sie sind die ganze Zeit in den Köpfen von den Fachkräften und Sie sorgen für ein richtig gutes Marketing drumherum. Dann haben Sie natürlich hier, wo Sie wiederum Pluspunkte sammeln können, was hier auf dieses Thema erfolgreich Pflegefachkräfte einzahlt. Und natürlich untergliedert sich das natürlich wieder in verschiedene Themen. Zum Beispiel, mal angenommen, wir können hier sagen, wie viel Werbebudget wird ausgegeben. Ja, wenn Sie im Monat 100 Euro ausgeben für irgendeine Zeitungswerbung oder 500 Euro für Zeitungswerbung, ist das natürlich nicht so effektiv, als wenn Sie im Vergleich 500 Euro in digitale Werbung einsetzen, wo das nur Pflegefachkräfte zu sehen bekommen und nicht, dass Sie da riesen Streuverluste haben. Ja, also das ist ein Faktor, der das Thema Sichtbarkeit beeinflusst. Oder was haben wir noch? Verschiedene Plattformen. Also auch hier Sichtbarkeit in der Zeitung, Sichtbarkeit auf Facebook, auf Instagram, auf TikTok, auf YouTube, was auch immer. Sie haben Dutzende Möglichkeiten. Das ist natürlich abhängig davon, was nutzt die Zielgruppe, ja? Wo wollen Sie die Pflegefachkräfte erreichen? Und da kennen Sie es natürlich, die sozialen Medien sind einfach ein enormer Faktor. Und auch da haben Sie die Möglichkeit, eben Werbebudget zu investieren, dass Sie die ganze Zeit in den Köpfen von den Fachkräften sind, mit der richtigen Botschaft, mit der richtigen Arbeitgebermarke, die Sie präsentieren wollen nach außen. Ja? Also auch hier haben wir dann den Punkt, wie nennen wir das jetzt zum Beispiel, Außendarstellung. Also was kommunizieren Sie nach außen und wie? Haben Sie eigene Bilder von Mitarbeitern? Haben Sie Videos, die Sie nach außen darstellen? Sind Sie das? Ist das Ihre Marke, Ihre Arbeitgebermarke, die Sie nach außen präsentieren? Oder sind das nur zum Beispiel gekaufte Materialien? Das unterscheidet sich natürlich
was sie dort einsetzen, wie erfolgreich das Ganze ist. Also das ist eben auch ein Thema. Oder Karriereseite. Wenn sie eine Karriereseite haben oder gar keine Karriereseite haben, hat das natürlich einen Einfluss auf das Thema Sichtbarkeit. Wenn die Karriereseite veraltet ist, genauso hat das einen Einfluss darauf. Also das sind alles Punkte, die Sie alleine hier schon mal zu beachten haben. Und das ist wirklich nur ein Teilbereich von denen, die wir hier dementsprechend noch haben. Kommen wir zum nächsten Punkt und das ist der Punkt Bewerbungsprozess. Ja, dieser Punkt wird von den meisten Betrieben enorm unterschätzt. Die meisten haben ihre Zahlen gar nicht im Blick, die wissen gar nicht, was abläuft in den Einrichtungen, gerade wenn das vielleicht zentral oder dezentral organisiert wird. Die einzelnen Bewerber werden dezentral kontaktiert, Einrichtungsleitungen haben damit zu tun und dann passiert alles auf dem Papier. Die PDL macht das schon, sie haben natürlich ein großes Vertrauen, dass sie schon sich sehr, sehr gut darum kümmert, aber wie ist sie organisiert? Was für eine Struktur geben Sie Ihrer PDL mit oder Ihrer Einrichtungsleitung? Und was geben Sie ihr für Hilfsmittel mit, damit sie einen vernünftigen Bewerbungsprozess überhaupt durchführen kann? Und vor allem, worauf muss sie dort achten? Wenn der Bewerbungsprozess so ist, dass der erste Kontakt einfach nur per E-Mail ist und dann zum Beispiel auch ein Vorstellungsgespräch einfach per E-Mail vereinbart wird, ja, dann haben Sie hier zwar Bewerbungen, die Sie bekommen, aber die Leute kommen zum Beispiel nicht zu den Vorstellungsgesprächen. Wenn das generell ein Thema ist, dass Sie die Bewerber nicht erreichen, dass Sie nicht zu den Vorstellungsgesprächen nicht kommen, dass die sich einfach nicht zurückmelden und wo Ihre PDL, Ihre Einrichtungsleitung oder die Personalabteilung sich schon denkt, wie kann man sich so verhalten? Man selbst würde sich nie so verhalten. Dann hat das auch nicht immer was damit zu tun, oh, der Bewerber ist schuld und wir können gar nichts verändern. Nein, es hat was mit dem Bewerbungsprozess zu tun und das muss man einfach verstehen. Und das ist ein Riesenpunkt, den wir mit unseren Kunden in der Dienstleistung natürlich auch bearbeiten, in der Beratung bei uns, wo wir wirklich darauf eingehen, wie sie da saubere Prozesse haben, wie das jede Einrichtungsleitung oder jede Pflegedienstleitung oder jede Personalabteilung sauber hinbekommt, dass auch der Inhaber oder der Geschäftsführer wirklich immer auf einen Blick sieht, okay, wie viele Bewerbungen haben wir pro Standort, was sind da die Vorstellungsgespräche, wie waren die Ergebnisse, dass man da kein Meeting braucht von 2 Stunden, sondern mit 1, 2 Klicks genau weiß, was ist hier überhaupt Sache, wie sind unsere Zahlen, wie sind unsere Statistiken, dass man da auch wirklich Schlussfolgerungen rausziehen kann, was ist der nächste Schritt, was ist jetzt der nächste Punkt, den wir bearbeiten müssen. Also auch ein Riesenthema, Sie können noch so gute Vorteile haben, noch so sichtbar sein, wenn Sie hier eine Einrichtungsleitung, jetzt mal als Beispiel, weil wir diese Fälle schon gehabt haben, wenn Sie eine Einrichtungsleitung haben, die grundsätzlich negativ ist, die wo es sich schon herumspricht, dass es nicht gut läuft zum Beispiel, egal, ob Sie hier 35 Urlaubstage oder 40 haben oder was auch immer, wenn diese Person hier im Prozess sehr negativ ist und dementsprechend keinen guten Eindruck hinterlässt, dann zieht das ganze Thema hier natürlich wieder runter und das müssen Sie berücksichtigen. Es ist nicht immer nur das Thema Sichtbarkeit und mehr Bewerbung, sondern dann kommen wir zum Beispiel zu dem nächsten Thema Bewerbungsprozess, wenn Sie dann mal Kontakte mit Pflegefachkräften haben. Und wenn Sie das Thema zum Beispiel hören, ja, die Bewerberqualität ist nicht gut oder die Bewerber sind schlecht etc., wenn Sie diese Rückmeldung immer bekommen, dann ist es oftmals ein Thema des Bewerbungsprozesses, worauf Sie Einfluss nehmen können, den Sie verändern können, dass sich das Ganze verbessert. Und das müssen Sie aber wissen, das müssen Sie berücksichtigen und da sollten Sie sich auch nicht einfach nur darauf verlassen, was so der letzte Eindruck gewesen ist mit den letzten Bewerbern, sondern da geht es immer darum, was sagen die Zahlen, wie sind wirklich die Zahlen, die Bewerberzahlen und vor allem die Forschungsgespräche, was ist daraus entstanden? Und das müssen Sie dann wirklich betrachten. Und der nächste Punkt, den wir haben, mache ich jetzt hier einmal rein, das ist das Thema Ruf. Wenn die Einrichtung zum Beispiel übernommen worden ist von einer neuen Geschäftsführung oder wenn generell in der Einrichtung, ich spreche jetzt mal gezielt von einem Pflegeheim, irgendwas passiert ist in der Vergangenheit, irgendwelche Themen, die sich herumgesprochen haben, dann können Sie noch so gut in der Sichtbarkeit sein oder die Vorteile präsentieren auch vor allem. Wenn hier die ganze Zeit was Negatives im Umlauf ist, dann sehen die Leute das, dann wissen die vielleicht auch was von den Vorteilen, aber die wissen auch, hey, da läuft es im Team einfach katastrophal, auch wenn der Rest der Vorteile zum Beispiel stimmt. Und wenn das in der Region im Umlauf ist, dann haben Sie auch ein Problem oder Schwierigkeiten, weil Sie natürlich
wenn sie das nicht berücksichtigen, natürlich kann man das beheben oder kann man dafür sorgen, dass man in einer gewissen Zeit diesen Ruf wieder aufbaut, aber dann müssen andere Tätigkeiten beim Thema Sichtbarkeit durchgeführt werden, als zum Beispiel, hey, wir suchen Pflegefachkräfte und kommt zu uns in diesem Thema, was jetzt von vielen Agenturen einfach nur so gemacht wird. Also das Thema Ruf spielt eine Rolle. Sie müssen sich angucken, wie sind Ihre Bewertungen online, was findet die Pflegefachkraft etc. Und das Ganze müssen Sie berücksichtigen, was Sie dann zum Beispiel beim Thema Sichtbarkeit ausstrahlen. Aber egal, was Sie hier machen, wenn Sie das Thema nicht berücksichtigen, dann haben Sie wieder dieses Problem, dass man alles Mögliche macht, aber irgendwie klappt es nicht, nur weil das übersehen worden ist. Und deswegen achten Sie darauf. Und das nächste Thema, was wir noch haben, ist das Thema der Region. Heißt jetzt nicht, dass wenn Sie in ländlicher Region sind, dass Sie keine Chance haben, erfolgreich Pflegefachkräfte einzustellen. Nein, ganz im Gegenteil. Sie haben da sogar einen Vorteil, weil die meisten in Ihrer Region, die also andere Pflegeheime, Pflegedienste, Krankenhäuser, denken eben, oh, wir haben hier nicht so viele Leute, man kann hier gar nicht so viel machen. Aber wenn Sie halt eine Region haben mit ländlichen Strukturen, wo die Anbindung nicht so gut ist etc., dann müssen Sie das beachten. Dann müssen Sie auch wiederum schauen, okay, was machen Sie beim Thema Sichtbarkeit? Da müssen Sie grundsätzlich anders vorgehen als in Großstädten, als in Ballungsgebieten, mit welcher Botschaft Sie nach außen gehen. Also das ist auch ein Thema, was das Ganze beeinflusst. Wenn Sie das nicht berücksichtigen, dann haben Sie ganze Zeit damit zu kämpfen, dass irgendwie keine Bewerbungen kommen. Oder wenn Sie Bewerber haben, dass Sie dann sagen, ja, nee, der Fahrtweg ist mir zu weit und, und. Und das müssen Sie wissen, wenn Sie die Information haben. Wir haben Schwierigkeiten. Eigentlich müssen wir uns zum Beispiel, ich nenne Ihnen jetzt ein Beispiel, wir haben eine ländliche Struktur und jetzt haben Ihre Einrichtungsleitung oder Ihre Pflegedienstleitung die ganze Zeit mit Bewerbern zu kämpfen, die keinen Führerschein haben und die öffentliche Anbindung ist nicht gut. Dann ist das ein Problem, weil dann brauchen Sie vielleicht 30 Fachkraftbewerbungen, bis Sie eine erstmal einstellen. Die eine, die dann bereit dazu ist, irgendwie eine Stunde Fahrtweg in Kauf zu nehmen, was halt, wie gesagt, ein sehr zäher Prozess ist oder sehr viele Bewerbungen erfordert. Das wollen wir nicht. Wir wollen natürlich schauen, dass wir die richtigen Bewerber generieren und dann müssen Sie sich beim Thema Sichtbarkeit darauf konzentrieren, wenn Sie so eine Struktur haben, dass die Leute, die Fachkräfte eher überwiegend wirklich einen Führerschein brauchen, damit es sich für die auch lohnt, dass es vom Fahrtweg passt etc., dann müssen Sie Ihre ganze Werbung auch darauf positionieren, dass Sie dann dementsprechend diese Art von Bewerbung anziehen. Das ist ein enormer Faktor und genauso wie in Hamburg oder in Berlin etc., wenn Sie diese großen Strukturen haben, haben Sie wieder auch andere Themen, die Sie berücksichtigen müssen. Also es heißt nicht, dass Sie, wenn Sie gewisse regionalen Bedingungen haben, dass Sie dann keine Chance haben, aber Sie haben einfach andere Rahmenbedingungen, die Sie bei anderen Themen, die Sie hier berücksichtigen oder bearbeiten, die das einfach auch beeinflussen und die Sie dann dementsprechend mit berücksichtigen müssen, dass sich das Thema Erfolg auch wirklich in die richtige Richtung einstellt. Ja, also erfolgreich Pflegefachkräfte einstellen, sind mal hier jetzt ein paar Punkte zusammengefasst. Und es ist immer extrem wichtig, dass Sie jemanden haben oder dass Sie selbst einen Blick darauf haben, welche der Themen müssen wir gerade überhaupt angehen? Ja, Sie brauchen diese Art Vogelperspektive. Und wenn Sie das schaffen, dann steht dem nichts mehr im Wege, außer Sie kennen sich in den einzelnen Bereichen nicht aus. Dann haben Sie natürlich Schwierigkeiten, dann sollten Sie sich jemanden hinzuziehen, der genau weiß, was er da tut. Und wenn Sie mehr darüber erfahren wollen, tragen Sie sich jetzt ein unter www.pflegekraft.de, dann können wir gerne darüber sprechen, kostenlos und unverbindlich, um Ihnen aufzuzeigen, hey, das sind jetzt die nächsten Hebel bei Ihnen, um erfolgreich Pflegefachkräfte einzustellen.